Seid gegrüßt, meine lieben tapferen Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Rising World Folge 101. Ah, ich freue mich, wir sind zurück und wir haben verdammt viele Melonen dabei, sehe ich gerade. Und da ist Henry. Hallo Henry, na, hast du mich vermisst? Ich dich auch, ein bisschen. Ein bisschen. Wir sind endlich wieder zurück in im Googletal. Ja, tatsächlich. Das ist total schön. Und ich bedanke mich nochmal für die ganzen Glückwünsche zur 100. Folge bei euch. Das war total gut. Es gibt jetzt neue Sachen. Aber erstmal wollen wir eine moderne Werkbank bauen. Wir haben hier noch 17 Aluminiumbarren. Wir gehen einfach mal zu unserem Ofen, den wir ja vor langer Zeit hier mal gebaut haben. Ganz am Anfang, da hat er noch gar keine Funktion gehabt. Jetzt sollte er allerdings prächtig funktionieren. Und wir haben ja Aluminiumerz gesammelt in der letzten Folge. Das war auch so ein Witz. Wisst ihr, da geht man hier Meile um Meile und versucht Aluminiumerz zu finden. Haben wir nie gefunden. Und jetzt fällt es uns einfach so in die Taschen. Dann können wir nämlich eine moderne Werkbank bauen und damit können wir wieder ganz neue Sachen freischalten. Da will ich mal ein bisschen rumprobieren, was da eigentlich so geht. Was geht ab sozusagen? Ich packe das Aluminiumerz jetzt hier schon mal rein. Ist noch ein bisschen frickelig mit den Formen, aber es ist ganz, ganz realistisch gemacht eigentlich. Die Jungs aus Paderborn haben sich wieder was Neues einfallen lassen und zwar gab es ein Update und jetzt kann man wohl, Moment, ich muss ja mal einschalten. Ah, es ist warm. Ja, man kann jetzt wohl Sachen kopieren. Wie zum Beispiel unsere Brücke, die könnten wir kopieren. Im Großen und Ganzen sind da eher so Sachen aber gemeint wie sowas hier, wie unser Gewächshaus. Wir haben noch nichts Kleines gebaut, ne? Wir haben noch nichts wirklich Kleines gebaut, was wir jetzt kopieren könnten. Den Pavillon, man kann keine Blöcke kopieren, man kann nur, ich gucke mal. Wir bauen uns erstmal jetzt, würde ich sagen, eine moderne Werkbank. Das machen wir als allererstes. Hier haben wir ja Holz. Holz ist gut, ne? Werkbänke. Da sind Werkbänke. Jetzt gibt es hier diese moderne Werkbank. Wir brauchen noch Aluminium haben wir. Eisen-Aluminium-Platten brauchen wir noch. Okay, schaue ich mal, was wir dabei haben. Wir haben Aluminium. Daraus können wir theoretisch Aluminiumplatten bauen. Auf dem Amboss, ne? Ja, genau, auf dem Amboss. Also, Aluminiumplatten, da sind sie. Herstellen. Ja, machen wir erstmal ein paar, ne? So. Jetzt haben wir alles in Aluminiumplatten umgewandelt. Und dann brauchen wir jetzt noch, müssen wir gucken. Werkbänke, moderne Werkbank. Also ich sag mal moderne, weil die ist so modern mit dem Schraubstock hier, ne? Ist irgendwie so ein richtig modernes Ding geworden. Wir brauchen noch Eisenplatten und zwar 32 Stück. Jetzt haben wir ja Gott sei Dank damals schon reichlich Eisenplatten hergestellt. Hier haben wir 2 Stück. Das ist nicht reichlich. Hier haben wir gar keine. Was haben wir hier noch in der Kiste? Die geht noch nicht mal auf. Du musst vor dem Objekt stehen. Wahrscheinlich haben wir die falsch rum hingesetzt, ne? Könnte sein. Jetzt geht's auf. Hier haben wir 4. 4. Wir haben aber noch Eisenbarren. Eine ganze Menge. Ja, Eisenbarren haben wir jetzt wirklich genug. Da können wir noch Platten auch herstellen. So, jetzt schauen wir mal. Früher gab's die ja umsonst. Heute muss man dafür richtig was machen. Ach, Quatsch. Amboss. Natürlich Amboss. Ich wollte eigentlich gerade noch was anderes aufnehmen, aber glücklicherweise bin ich jetzt doch bei Rising World gelandet. Und es wird ja auch von euch sehr gut angenommen. Ja, schauen wir mal, ob das jetzt reicht. Ich habe ein bisschen nachgezählt. Ist schon spät. Keine Lust jetzt hier zu zählen. Wir haben genug. Wir stellen eine her. Die Frage ist jetzt halt, bauen wir die direkt hier hin? Also wir haben die jetzt, ne? Oder bauen wir die oben hin? Eigentlich sind wir öfter am Werk, sind wir eigentlich hier. Aber oben ist ja eigentlich unsere große Werkstatt. Ich nehme mal die Melone. Oder, die Hacke. Mit der Hacke in der Hand ins, Heimatland. Nach Hause. Ah, ist schön, wieder hier zu sein. Natürlich werden wir auch an dem, Haus weiterbauen. Aber ich will mal versuchen, ob wir da vielleicht die Baupläne für nutzen können, die es jetzt ja gibt. Und dann würde ich sagen, bauen wir die moderne Werkbank. Die bauen wir jetzt hierher. Hier nehmen wir unsere anderen Werkbänke. Die drehen wir natürlich vorher noch, damit auch schön
der Schraubstock vorne ist. So, mit ein bisschen Abstand. So, das war schon richtig. Muss noch ein Stück rüber gehen. Moment. So. So ist es, glaube ich, schon ganz nett, oder? So. Da bauen wir sie hin. Ah, die zweite moderne Werkbank, die wir haben. Da ist sie. Und jetzt kann man auf dieser modernen Werkbank ja ganz neue Sachen machen, ne? Die Uhr und den Kompass ist klar. Ach ja, der Kompass. Dann kann man aber Lichter bauen. Wolfram, okay. Leuchtstoff, da braucht man überall Wolfram für. Eine Taschenlampe können wir bauen. Die gab es schon vorher. Eine Stablampe, die gab es auch schon vorher. Eine Lampe. Hier ist ein rotes Licht. Da brauchen wir eine Glühlampe. Also Glühlampe ist anscheinend immer das Grundding, was wir haben müssen. Glühlampe. Und dafür brauchen wir Wolframstab. Mal gucken. Wo hatten wir Wolfram gesammelt? Kupfererz. Eisenerz. Wir hatten auch Wolfram, ne? Aluminiumerz, Stein. Aluminiumerz, Eisenerz. Ist das Wolfgang? Wolfgangerz. Sollten wir uns dafür hier oben auch noch einen Ofen reinbauen? Vielleicht können wir den ja hier in den Kamin integrieren. Wäre das nicht cool? Wenn wir noch einen Ofen bauen? Wartet mal. Ofen. Ofen, Ofen, Ofen. Werkbänke. Amboss, wo ist der Schmelzofen? Da ist er. Da brauchen wir 128 Steine. Die haben wir natürlich nicht, ne? Wir haben nur 64. Ich gucke nochmal hier in die Kiste, vielleicht haben wir da noch ein paar. Nee. Nee. Eventuell unten noch. Ich gucke nochmal, ups, unten. Wenn nicht, machen wir es halt im alten Ofen, aber zwei Öfen wären schon echt cooler eigentlich, ne? Zwei Schmelzöfen hätten. Könnten wir damit reichlich mehr Sachen machen. Ich will auch gleich noch auf die neuen Blaupausen eingehen, die es da gibt. So, da haben wir keinen Stein. Okay. Ich gehe hier nochmal rum. Ich habe jetzt nicht so genau darauf geachtet, was hier alles drin ist. Ah ja, die ganzen Truhen. Ah, hier. Okay, dann nehmen wir nochmal 64 und nochmal 64. Hier haben wir noch reichlich Steine drin, ne? Aus irgendeiner Abbau-Session, die ich mal gemacht habe. Wahrscheinlich habe ich dabei irgendwelche Geschichten erzählt. Ich weiß es nicht genau. Das ist immer die Sache. So, Werkbänke. So, Schmelzofen. Ja, bauen wir nochmal einen. Ich würde den ganz gerne da oben reinsetzen eigentlich. Noch einen zweiten Schmelzofen. Oder wir bauen uns hier noch so eine kleine Schmelzofen. Oh, damit komme ich nicht durch die Tür. Mit diesem Schmelzofen kann ich unmöglich durch die Tür gehen. Das ist gar nicht machbar. So, dann schauen wir mal, ob wir den jetzt hier rein integrieren können. Es könnte eigentlich sein, dass es nicht geht. Und wenn ihr da jetzt gerade ganz laute Geräusche hört, ich habe alle Fenster aufgerissen, weil es so warm ist. Ja, da sagt er natürlich, geht nicht. Wir können hier... Ja, ich kann den hier schon hinstellen, aber nicht da, wo schon was ist. Okay. Wollen wir das hier ein bisschen wegreißen, dass wir da einen Schmelzofen hinstellen können? Wäre echt cool, wenn hier oben in unserer Arbeitsputze auch noch ein Schmelzofen drin wäre. Ja, die Steine gehen natürlich wieder verloren, das ist klar. Aber egal, was soll's. Oder? Können wir die jetzt schon auffangen? Sie haben ja schon so eine schöne Abbauanimation hier, ne? So, ich baue das jetzt einfach mal ab und dann werden wir uns da so einen Schmelzofen einfügen. Und vielleicht können wir den dann auch hinterher wieder zubauen, so ein bisschen. Das hat trotzdem noch funktioniert. Das wäre cool. Das wäre schon sehr schön. Kriegen wir da Steine zurück? Warte mal, wir haben hier 37 Steine. Gucken, ob das mehr wird. Dann haben sie das schon geändert. Das wäre sehr schön. Also, nochmal ganz fettes Lob an die Jungs von Rising World. Ihr macht das alles gut. Lasst euch Zeit. Okay, das ist halt so. Man, gut Ding will Weile haben, heißt es ja auch. Aber, ja, aber alles ist gut. Gut, mit dem Aluminium habe ich heute erst einen Kommentar gelesen. Sorry, dass ich jetzt deinen Namen nicht direkt nennen kann. Das ist einfach mein altes Gehirn. Ich kann nicht mehr so viel speichern. Aber ich habe den Kommentar gelesen, ich habe darauf geantwortet. Natürlich versuche ich immer auf alle Kommentare irgendwie zu antworten. Ich gebe mir zumindest Mühe. Er war stets bemüht, stand auch in seinem Zeugnis. Erzeugnis. So, okay, jetzt haben wir hier mal ein bisschen Platz gemacht. Das muss auch noch weg. Lal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 a. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein.
und sein Heim zu verwüsten. So. Passt da nicht hin, ne? Hier würde er hinpassen. Da kriegen wir ihn nicht untergeknautscht, weil es immer noch nicht genug Platz ist. Arg. Ja gut, dann nehmen wir hier noch eine Reihe weg. Ich möchte ja jetzt einen Schmelzofen haben in meiner Heimatvilla. Ist ja die hier, die alte Bergvilla. Und es wurde auch geschrieben, willst du eigentlich so ein ganzes Dorf bauen? Wollen, schon eigentlich, halte ich für eine schöne Idee, dass man hier irgendwie so ein ganzes Dorf dann irgendwann errichtet. Aber ob das tatsächlich mal so umgesetzt werden kann, ist die Frage. Okay, Versuch Nummer 3 mit dem Ofen. Der ist echt riesig. Meine Güte. Also, warte mal. Ich jetzt hier neben dir. Ich kann ihn ja jetzt mit STRG festnehmen. Wie war das nochmal? Mit Shift. Er will immer dann darüber, weil er der Shift. Oh Gott, ich habe so lange nichts mehr gebaut. STRG. Shift. Nee, so geht's nicht. Kann ihn drehen auf jeden Fall. So. Gerade ein bisschen Angst. So. Näher dran drücken können wir den nicht, ne? Stopp. Der ist ganz schön rutschig, dieser Schmelzofen. Ja, wollen wir den irgendwie... Ich will den nicht mit in den Raum setzen. Was wäre denn das für ein Schmelzofen, wenn da so riesen Bratzen im Raum wäre, einfach? Ja, nee. Wir müssen hier wahrscheinlich noch eine Reihe wegnehmen, oder? Was meint ihr? Ja, doch. Damit wir noch näher an die Wand rankriegen, einfach. Sonst passt das hier alles nicht. Verdammt. Oh nein, dann müssen wir da hinten die ganze Wand noch erneuern. Naja, gut, was soll's. Machen wir halt jetzt so. Der Wall kann unten das Aluminium schon mal schmelzen. Und uns geht wieder ein Haufen Stein verloren, auf jeden Fall. So können wir dann mal hinten in die Wand dann reindrücken, weil die Wand ja nicht mehr vorhanden ist. Ne? Da geht dann sozusagen unser alter Kaminschlot, geht einfach durch den Schmelzofen mit durch und brennt den dann auch noch so ein bisschen weiter. Naja, ist doch gut. Man kann sich alles schönreden, das ist ja auch immer so eine Sache. Wenn man sich alles so schönredet, dann passt das auch. Ja, ich habe natürlich momentan ultra viel Zeit zum Aufnehmen, weil ich Urlaub habe und aber zu Hause bin. Tagsüber mache ich dann mal so ein bisschen was zu Hause im Garten oder so, ne? Ich streiche zum Beispiel gerade meine Gartenhütte. Bei dem gekauften Haus, was wir hier haben, war so eine Gartenhütte dabei. Die war allerdings schon ganz schön am Rumrotten. Und da musste ein bisschen was dran gemacht werden. Das war eigentlich das Erste, was ich gesagt habe. Naja, an der Gartenhütte, da muss natürlich ein bisschen was gemacht werden. Aha, haben die ehemaligen Besitzer dann gesagt. Naja, gut, wir hätten da schon längst mal bla bla bla. Und es ist eine wunderschöne Gartenhütte. Ist echt total cool. Gibt es auch Baupläne für natürlich, wir sind hier in Deutschland, da gibt es natürlich auch für den Gartenhütte einen Bauplan. Und ja, ich werde die jetzt, bin gerade dabei, die jetzt wieder schick zu machen. Mit zum Beispiel auch Farbe. So bauen wir eine hin. Schön schräg. Arg. Müssen wir das hier glätten, ne? Ein bisschen wenigstens. Ja, gut, so. Mal sehen, ob wir eine jetzt reingesetzt kriegen. Nicht ganz so weit nach vorne. Okay, das ist ganz schön frickelig, Freunde. Ja, so wollen wir eine hinkriegen. Müssen wir mal drehen. So eventuell, oder? Wenn ich einen weiter nach hinten mache, ist sofort Feierabend. Aber wenn ich da hinten auch Steine hinsetze... wartet mal. Blockbank. Blockbank. Stein. Favoriten. Ich glaube, das war der hier. Herstellen. Machen wir mal ein paar. So. Jetzt haben wir hier irgendwo... Da sind sie doch. Alles gut, packe die Hake mal beiseite. Ach ja, die Hake. Ich habe ja versucht, irgendwie einen Weg zu harken. Ging leider nicht. Naja. So, bauen wir nämlich hier einmal wieder zu. Das heißt, wir bauen jetzt hier so eine kleine Ebene rein. Okay, da passt es nicht ganz. So.
Dann hacke ich das nochmal weg hier. Ey, ist egal. Ich will den Ofen hier richtig integrieren in die Butze. Ist nicht so einfach. Gerade. Das ist wahrscheinlich dieser Knöpsel hier noch weg. So, Knöpsel weg. Du auch noch. Zack. Können wir da hinten noch Steine reinsetzen. Okay. Ja, eine schöne Nische jetzt aber für den Ofen. Also, ich bitte euch. Für den Ofen. Oh, wir sind voll am Verhungern. So, jetzt haben wir hier eine schöne Nische für unseren Ofen. Da setzen wir jetzt hin. Ist ja auch teuer. So ein Ofen ist ja auch teuer. Zack. Bombs. Ja, jetzt passt natürlich der Abzug nicht mehr so ganz. Oh ja, ich bin voll am Hungern, ist klar. Alles klar, ich esse was. Wassermelone, mag ich am gernsten. Wir haben schon wieder 16 Minuten aufgenommen. Aber wir haben jetzt einen Ofen hier oben, das ist schon mal ganz cool. Da oben so ein Rauchabzug, der nicht mehr ganz passt. Den müssen wir dann in den nächsten Folgen wahrscheinlich noch anpassen. Boah, bin ich satt. Ui, bin ich satt. Kann man eigentlich mittlerweile schon irgendwie seine Knochenbrüche reparieren? Ah, hier ist noch ein Loch. Okay, dann können wir jetzt den Wolfgang Erz hier reinpacken. Der war hier. So, Wolfram Erz. Ganz nach hinten. Zack. Und dann können wir in der nächsten Folge ja dann mal ein paar Lampen bauen. Und dann zeige ich auch in der nächsten Folge, ich werde mich da mal jetzt ein bisschen mit beschäftigen, wie das mit den Blaupausen geht. Dann werde ich vielleicht so eine Kleinigkeit bauen. Und dann schauen wir mal, wie das mit den Blaupausen geht. Und vielleicht ist es auch bis dahin dann tatsächlich schon gefixt, dass man diese... Ach, das war's. Mehr haben wir nicht. Dass man diese Blaupausen auch... aber das, guck mal, das steht doch schön da, oder? Müssten wir den wahrscheinlich hier noch einen breiter machen. Haben wir hier so einen richtig schönen Rauchabzug. Ich schalte den mal ein. Einschalten. Sehr schön. Jetzt gehen wir nochmal runter. Gehen wir nochmal runter und gucken, ob unser Alu schon fertig geschmolzen ist. Haben wir jetzt zwei Öfen, da können wir viel mehr mit schaffen. Boah. Und vor allen Dingen haben wir jetzt auch einen Ofen, der richtig rumsteht. Na, wie sieht's aus? Hep. Ja, fertig. Ausschalten. Hier haben wir unser Alu und jetzt zeichnen, man muss auf J drücken, dann kommt man ins Journal. Und da gibt es jetzt diese Baupläne. Und hier steht jetzt noch keine Baupläne verfügbar. Man kann aber jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwas hier aus Holz zusammenbaut, kann man das sozusagen wie bei World Edit, damals bei Minecraft, kann man das kopieren und dann kann man das tatsächlich einfügen. Und das ist total gut. Vielleicht hier für unser Fachwerk. Dass wir einfach so ein Fachwerkgestell machen, was wir dann wieder einfügen können. Na, denn unsere letzte Baustelle, wisst ihr ja noch, war hier unser kleiner Bauernhof. Oh Gott. Ist noch ganz schön im Bau der Hof. Auf jeden Fall. Schweineboxen sind schon da. Hurra, hurra. Ja, Freunde, das war schon mal wieder die 101. Folge. Es wird auf jeden Fall weitergehen, denn das Spiel ist grandios. Wir werden das nächste Mal ausprobieren mit den Bauplänen. Und werden unseren Ofen hier oben, werden wir noch ein bisschen einfügen, so ins Gesamtkonzept. Also, dass der dann richtig eingebaut ist. Ja, das kriegen wir auch irgendwie hin. Steine haben wir ja genug. Hier machen wir den Abzug einfach einen breiter. Und dann passt das auch wieder. Joa, dann würde ich sagen, liebe Leute, bis zum nächsten Mal im schönen Google-Tal.